One last touch. Helena, what would you think about your dad if you knew what he did to get it? Ja, das ist eine gute Frage. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Crime Scene Simulator. Ja, sieht ganz schön aus hier. Das war ja ein ziemliches Chaos, meine ich, als wir weggegangen sind. Was ist denn mit dir? Du bist auch ganz traurig, mein Schatz, ne? Ladies are more into good boys. Ja, genau. Die Frauen stehen auf die guten Jungs. Da hat er allerdings recht. Mission an deinen Computer annehmen. Achso, diesmal haben wir keinen akuten Notfall, so wie es aussieht. Hier haben wir auch nichts Neues, ne? Weil mich verwirrt das immer noch, dass wir jetzt da auf einmal rauskommen. Hab ich eigentlich? Oh ja, ich habe die Sinne sogar in meinem eigenen Haus. Das ist ja cool. Okay, gucken wir erstmal. Elena! Ich fühle mich besser. Hallo Papa, ich wollte dir mitteilen, dass ich anfange, mich besser zu fühlen. Die Ärzte sagen, die Behandlung wirkt und ich könnte öfter aus dem Bett aufstehen. Heute habe ich sogar an einer Gruppenaktivität teilgenommen und es hat Spaß gemacht. Es tat gut, wieder zu lachen. Ich muss es immer noch ruhig angehen lassen, aber es ist schön, Fortschritte zu sehen und ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und Zeit mit dir und Dexter zu verbringen. Ich vermisse euch jeden Tag. Ich hab dich lieb. So, und dann direkt alles in Rot von Pedro Rascal. Moderne Kunstnacht. Ich glaube, dass meine Kunstgalerie nach dem letzten VIP-Veranstaltung ihre Reinigungsdienste benötigt. Wir haben das gesamte Gebäude genutzt, daher können es einiges an Arbeit erfordern. Ach du Scheiße, wie groß ist das denn? Viele Leute waren beteiligt. 10 Opfer, okay? Viele Leute waren beteiligt. Sobald sie ankommen, werden sie verstehen, was ich meine. Dieses Mal lief nichts nach Plan. Ich kann mir keinen weiteren Fehler leisten. Ich habe bereits Ärger mit einigen wichtigen Leuten, also hoffe ich, dass sie mir helfen können, dieses Chaos zu beseitigen. T-Punkt. Moment, Absender Pedro Rascal und dann schreibt er T-Punkt. Na gut. Oh, 14.500 Dollar, allerdings ein riesiger Standort. Ach du Schande. Macht euch schon mal auf eine sehr, sehr lange Folge heute gefasst. Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Und eine kurze Anmerkung vorweg. Da ich im Moment noch sehr stark mit meinem Hals am Kämpfen bin, sollte es hier oder da vielleicht mal einen Cut geben, dann ist das darauf zurückzufolgen, dass ich vermutlich in dem Moment einen Hustenanfall bekommen habe. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen unterdrücken. Ich habe extra vorher schon was dagegen genommen. Zum Auto, genau. Ich bin gerade total durcheinander. Ja. Ich hoffe, es geht soweit alles gut, aber damit ihr... Ich dachte gerade, da ist noch eine Kassette. Damit ihr Bescheid wisst, das könnte schon mal passieren. Nö, aber hier ist keine Kassette, ne? Nö. Dann können wir los. So, da unten... It'll be a long night. Ja, länger als du denkst, hoffe ich. Also denke ich. Kapitel 8, moderne Kunst. Seeing with my own eyes what these billionaires use their money for was disgusting. While some of us are trying to make ends meet, others find pleasure in some gruesome fun. The world really is just a playground for the rich. Ein Spielplatz für die Reichen, ja, damit hat er nicht so ganz Unrecht und dennoch haben die Leute, die weniger Geld haben, in der Regel wesentlich mehr Spaß am Leben, beziehungsweise die sind halt wesentlich glücklicher. Geld ist halt nicht alles. Good luck and good night. Und ich sehe schon ein Dinosaurier-Skelett. Wie geil ist das denn in einer Kunstausstellung? Oh, ich freue mich schon total. Reporting for duty. Oh. Den kann ich nicht kaputt machen. Ah, jetzt ist er kaputt gegangen. Sehr schön. Okay. ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Moment. Ostflügel. Ich sehe jetzt so noch keine Leiche, aber die werden wir wahrscheinlich dann gleich sehen. Moment. Wir gucken erstmal. Wir haben hier das Ding. Ah, damit kann man die direkt kaputt machen. Okay, okay. So, damit muss ich ein bisschen aufpassen. Aber
die kommt man damit nicht kaputt machen, ne? Nee. Ich weiß nicht, ob ich die wegmachen muss. Muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ach so, wo war denn? Da hinten. Aber von welcher Seite? Von da drinnen, glaube ich, ist der Anschluss. Dann würde ich nämlich fast sagen... Hallo? Nimm den einfach. So. Würde ich nämlich fast sagen, dass wir uns da schon mal den Weg dahin frei machen. Da hinten? Moment. Das ist ganz woanders, oder? Das ist doch gar nicht hier. Oh, haben wir denn noch woanders einen Anschluss? Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Moment. Nein! Och. Mann, immer wenn man auf Q drücken will. Es sieht einfach nur zu geil aus. Es tut mir leid. Ich muss hier mal eben einen Screenshot von machen. Das sieht so geil aus. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das Problem ist halt jetzt die Sache mit dem Wasser. Oh. Wie komme ich denn da jetzt genau hin? Das ist doch da hinter der Wand irgendwo. Aber ich habe doch hier zum Beispiel Badezimmer. Oh. Da ist ein Dinosaurierknochen auf dem Klo. Ja. Ich glaube, wir müssen gleich noch ein Steckspielchen machen, so wie das aussieht. Du gehst nicht kaputt, wenn ich hier was mache, oder? Nee, du ballerst nur die Seite. Das ist nicht so schlimm. The red hair truly tops. Ja, und da kann ich nichts machen mit dem Wasser. Ach so, das ist noch ein Einzel... Oh Gott, was ist das denn für ein Raum hier? Gucken. Kann ich dich... Wenn ich die richtige Taste drücke vielleicht, ja. Da gehört ein... Nein, nicht schon wieder ein Globus. Globus ist... ja, seit dem letzten Mal ist das nicht gerade mein Lieblings... Ist nicht unbedingt... Also, was heißt seit dem letzten Mal? Wo habe ich das jetzt... Achso, da. Ich wollte gerade sagen. Wir machen es aber auch anders. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Ich weiß. Wir stellen hier wieder die... Wo habe ich es hingestellt? Dein Ernst jetzt? Nee, das ist nur die... Das ist nicht... Kommt irgendwie vom Licht oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Problem ist, wir müssen ja irgendwie hier durchkommen. Mit einer Tankfüllung. Am besten. Ohne hier, ne, Dreck zu hinterlassen. Ja, der zeigt mir das aber mal hier an. Alter, wo muss ich denn da hin, um das Wasser aufzufüllen? Und was ist das hier für ein Laden? Gott. Das ist doch nicht euer Ernst. Oder muss ich hier... Nee, da kann das aber nicht sein, oder? Moment. Ja, nee, dahinter kann es nicht sein. Cleaning comes before fixing. Och ja, mein Gott. Wo liegt der denn jetzt? Der ist nämlich jetzt schon wieder gleich leer. Das ist das Problem. Und ich habe null Plan, wo ich jetzt das Ding wieder aufladen soll. Weil da hinten steht zwar. Ich kann das da machen. Wahrscheinlich muss ich das jetzt alles ohne den Hochdruckreiniger machen. Das Problem ist halt... Ja, genau das ist das Problem. Wenn ich jetzt, Moment, das nehme. Der ist halt bei weitem nicht so leistungsstark, ne? Weil ich habe da die Punkte jetzt nicht drin. Ich habe aber auch zugegebenermaßen bisher noch kein Anwesen gehabt, wo ich so Probleme hatte, Wasser zu kriegen. Es ist doch... Der ist jetzt auch gleich voll, weil der kann natürlich auch nicht so viel aushalten.
gut, das hätte ich vielleicht machen sollen, nachdem ich es gereinigt habe. Aber egal. Das kann ich hier auch nicht machen, ne? Ich kann aber auch kein Wasser dann hier holen. Boah, ist das scheiße. Wo kommt denn die Lampe hin? Gar nicht hier in den Raum irgendwie, habe ich so das Gefühl. Was ist das denn hier? Oh! Oh, Moment! Da müssen wir mal eben sauber machen. Die nehmen wir mal eben raus, weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die... Oder war das hier? Moment. Ne, da war nur der Stuhl. Ja, keine Ahnung. Da darf man zwar nicht hinter. Aber offenbar war hier schon jemand hinter. Oder so eine Leiche. Das sehe ich. Da oben kommt die Lampe her. Ah, okay. Aber hier ist auch kein Wasseranschluss. Das ist doch scheiße. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter. Also, dich packen wir erstmal wieder ein, weil du kannst gerade eh nichts machen. Das ist doch wirklich Mist. Wie komme ich denn da an einen Wasseranschluss? Das ist wieder dieser Raum hier. Da hinten. Alter, reden die jetzt mit mir? Das haben die eben aber nicht. Oh, sag mir bitte... Nein! 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 Wieso kann ich die nicht öffnen? Wegen dem Stuhl, ne? Aber wie komme ich da... Jetzt sag mir bitte nicht, ich soll da drüber springen. Sag mir das nicht. Oh Gott. Ich bin hier gerade komplett verzweifelt. Bin ich ganz ehrlich? An illusion of choice. Ah ja, okay. Auf jeden Fall ist hier noch ein Knochen drin. Den tun wir schon mal nach draußen. Oh, ich glaube, da wurde einer mit einem Rückenmarker schlagen oder sowas in der Art. Da ist ein Wasserhahn auf der anderen Seite angezeigt. It's not Alter! How it usually works. Zur Hölle? Nee. Hä? Was war das denn? Okay. Wasserhahn, 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 Wasserhahn. Ich habe einen Wasserhahn gefunden. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir von hier aus uns am besten durcharbeiten oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wobei, hier ist ja nichts, ne? Ja doch, hier vorne fängt das an. Oh Gott, okay. So arbeite ich natürlich ehrlich gesagt lieber. Wenn ich weiß, dass da zumindest... Auch wenn ich was weiter laufen muss, das ist dann halt doof, aber... Dann weiß ich zumindest, wo ein Wasserhahn ist. Also, wo man hier Wasser holen kann. Oh mein Gott. Ja, nee. Okay. Ist halt Museum, ne? Machen wir die mal wieder zu. Okay. Kein Thema. Aber wie komme ich dann zu dir nach oben? Wie komme ich überhaupt nach oben? Das ist die große Frage. Hier war nichts, was ich irgendwie... Keiner auf der Toilette? Ich hoffe, die haben gut durchgespült hier. Ah! Ihr wollt mich doch verarschen! Ihr wollt mich doch verarschen. Das sind alles Quietschentchen. Oh mein Gott, ich habe jetzt noch mehr Lust, diese Folge zu machen. Das Problem ist nur... Moment, wir machen es anders. Die Seite war das. Moment, wir holen uns erstmal das Ding. So, den setzen wir jetzt hier mal so ein bisschen daneben. Dann machen wir den nämlich erstmal sauber.
Und den Schwamm machen wir auch mal eben sauber. Den haben wir zwar nicht lang benutzt, aber ne, sollten wir dann doch. So, dann können wir das nämlich direkt schon mal sauber machen. Praise the Duck Lord. Was war das mit Duck Lord? Ich hab's jetzt gerade nicht. Ich habe mich jetzt so hier aufs Saubermachen gerade konzentriert. Oh, wie süß ist das denn? Kann ich das? Ja, das ist. Warum laufen die hier eigentlich überall rum? Ich glaube, wenn ich das mit dem Dampfstrahler mache, dann geht das kaputt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt natürlich nicht, dass die süßen Glitschentchen hier alle kaputt gehen. Oh, ist das geil. Ist das geil. Oh, ich liebe euch alleine für diese Folge. Also ich meine jetzt hier Entwickler. Aber euch liebe ich natürlich auch. Moment, da ist ein Hinweis. Ja, könnte das Samurai-Schwert sein, was bei der in der Brust hängt. Aber ist da noch ein Messer? Wie kann ich noch mal? Ich kann doch irgendwie auch zoomen, oder nicht? Wieso heißt mein Schwamm eigentlich jetzt Crab Daddy? War das wegen der Verbesserung, die ich gemacht habe? Oh, da ist noch einer. Okay, das ist immerhin kein Samurai-Schwert. Warum ist der so rot? Ist das normal oder gehört der woanders hin? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll gerade. Okay, da kommen wir jetzt wieder hier. Oh, da geht es auch nochmal weiter. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Das ist alles so geil. Ja, nimm rein, meine ich. Hier ist auch noch eine Tür. Okay, da können wir abkürzen. Oh, das ist einfach nur genial. Also dieses hier, das ist so geil. Ich bin auch relativ sicher, dass das hier auch ein Indie-Game war. Das heißt, ich werde auf jeden Fall auch noch eine Review auf meinen Indie-Games-Blog reinmachen. Es ist einfach nur genial. Da hinten ist auch noch so ein roter Stuhl. Hier ist auch noch mal so ein roter Stuhl. I believe that none of them came here to admire the art. So. Das habe ich jetzt quasi falsch gemacht, aber egal. So, ich sammle jetzt erstmal von hier aus noch ein bisschen was ein. Dann kann ich das hier nämlich direkt wegwerfen. Haben wir hier noch irgendwo was liegen? Nein. Oh, was macht denn jetzt? Ich wollte doch nur Q drücken. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ich wollte halt nicht irgendwo durchlaufen. Morgenstern, eine Hand. Ach du Schande. Ey, da weißt du wirklich nicht, wo du als erstes mit anfangen sollst. Alter, das Ding muss ich doch irgendwo. Ist das? Ich nehme an, oder? Keine Ahnung. Information. Ich kann die Information nicht lesen. Das ist das Problem. Jetzt ist das Bild auch irgendwie weg. Ja. Okay. Kein Thema. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob Weinflaschen jetzt hier wirklich erlaubt sind, aber ich stelle die mal mit hier hin. Ja, dann bleib halt liegen. Ist mir doch auch sowas von egal hier. Achso, der ist dreckig, ne? Moment. So. Gehört der hier hin oder war das der aus dem Nebenraum? Ich glaube, das war der aus dem Nebenraum. Wo stand der? Da hinten irgendwo, ne? Da. Genau. Nee, das war der hier. Oh. ja. Okay. Hab mich ein bisschen vertan. Kein Problem. Machen wir einfach hier erstmal weiter. Ist nicht so schlimm. Alles gut. Ich wollte zwar alles irgendwie systematisch machen, aber jetzt mache ich es doch irgendwie komplett unsystematisch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Aber es macht mir trotzdem wahnsinnigen Spaß, davon mal abgesehen. Ah, es ist so genial. Nee, du bist, glaube ich, gerade voll. Kann das sein? Nein, wo habe ich den? Ach, den habe ich da hinten. Nein. Oh. Nein, kommst du her? Ich glaube, das ist einer von den roten Stühlen. Ja, genau, die hier hingehören. Moment, wo habe ich den? Hier. Dann kann ich direkt in eine die mal wieder sauber machen. Und
dich. Moment, dich füllen wir aber trotzdem noch mal kurz auf, wenn ich dich jetzt schon so weit wegnehme. So. Müssen wir mal gucken. Weil, wie gesagt, ich weiß gerade gar nicht, wo ich jetzt so genau anfangen soll und wo nicht. Und das ist Wahnsinn. Wo habe ich überhaupt meine Lampe hingestellt? Die steht noch in dem einen Raum da hinten, glaube ich, ne? Den Raum, wo ich eigentlich hoch wollte, wo ich aber nicht hinkomme. Genau, und deswegen bin ich jetzt hier eigentlich durch alles durchgelaufen. Also noch nicht durch alles durch, aber schon gut durch was durch. Ah, ich wollte gerade noch sagen, da ist doch nichts, was ich kaputt machen kann. Und schon habe ich den Gedanken gehabt und habe gerade alles kaputt gemacht nebenbei. Okay, nehmen wir mit. Kein Problem, alles gut. Na komm. Hä? Ist jetzt runtergefallen? Hängt das jetzt in der Wand drin oder was? Muss ich mich veräppeln? Das backt jetzt nicht wirklich in der Wand, oder? Wie komme ich denn da jetzt rein? Ja, das kann ich jetzt nicht. Ich weiß. Ich vergesse das immer wieder. Ich will dann E drücken, weil man ja sonst auch E drücken kann für andere Sachen. Und dann geht das nicht. Normalerweise würde ich sagen, ich muss da drüber springen, aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Das ist das Problem. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, wer oder was hat diese Sauerei jetzt hier gemacht? Da war gerade noch was. So. Muss ich da drauf? Komme ich doch nirgendwo, obwohl von da aus. Na, aber da komme ich doch nicht nach da und dann da drüber, oder? Also mit einer. Oh, da unten ist noch eine Kassette. Mit einer Jump-and-Run-Einlage habe ich jetzt nicht gerechnet, bin ich jetzt ganz ehrlich. Ja, und da fällt dann auch direkt schon mal was runter. Das ist ja ganz toll. Okay. Die kann man sogar hier oben öffnen. Das ist ja geil. Hat aber leider keiner was drin versteckt. Don't underestimate the power of parkour. Es ist nicht dein Ernst, dass ich hier wirklich Parkour lernen muss, oder? Der kommt doch von da nicht nach da hinten, oder? Ja, da geht's schon los, also. Ja, also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das finde ich jetzt nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut, weil für die Leute, die das nicht können, und ich zähle mich jetzt mal so ein bisschen dazu mit diesen Jump-and-Run-Zeugs. Also Jump-and-Run kann ich sehr gut mit Controller. Ich bin erstens aber mit Maus und Tastatur gerade am Spielen und zweitens ist das halt was völlig anderes gerade. Also das finde ich jetzt nicht gut, wenn das wirklich der einzige Weg ist, da hinzukommen. Hier halt, muss ich mitnehmen. Und es sieht jetzt fast so aus, ne? Als ob das der einzige Weg ist, darüber zu kommen. So, wie heißt der immer? Pylodactus oder so? Ah, komm schon. Ja, alles gut. Alles gut, alles gut. Das Problem ist halt nur, ich kann natürlich auch nicht abschließen, wenn ich es dann schaffe, darüber zu springen. Also nehme ich an. Es kann natürlich sein, dass es einen anderen Weg gibt, um dahin zu kommen, was ich sehr stark hoffe. Was ich persönlich aber ehrlich gesagt nicht glaube. Das ist das Problem. Ich glaube eher, man muss wirklich da rumspringen. Und das ohne Controller ist echt ätzend, bin ich ganz ehrlich. Nur deswegen jetzt auf Controller umschalten, wäre ja auch Blödsinn. Ah, es war so klar. Okay. Okay, was haben wir denn hier? Moderne Kunstnacht. Malen Sie mit Blut. Ja, das hat wohl einer irgendwie zu wörtlich genommen, nehme ich mal an. Regeln. Der letzte lebende Mann gewinnt. Oh, vielleicht haben sie es doch so
wahrgenommen, wie es hier drauf stand. Zweitens, nur ein Gewinner beansprucht den Preis. Ist logisch, weil nur einer überleben kann. Ne? Drittens, sie dürfen nicht aufgeben. Viertens, sie dürfen nichts von außen mitbringen. Fünftens, sie dürfen alles verwenden, was sie im Gelände finden. Sechstens, wenn sie die Versorgungskiste finden, können sie deren Inhalt verwenden. Das ist wahrscheinlich das im Bad, nehme ich mal an. Siebtens, sie werden zu verschiedenen Startpunkten geführt. Achtens, das Spiel beginnt mit einem Signal. Neuntens, sie dürfen das Gebäude nicht verlassen. Zehntens, sie dürfen die VIP-Zone nicht betreten. Oh. Mhm. Jeder Regelverstoß führt zum Tod. Viel Glück. I think I've seen this film before. Mhm. Ganz ehrlich, hatte ich auch gerade sowas im Kopf. Weil mich das stark an einen Film erinnert hat. Das war aber jetzt nicht so wie hier, muss ich sagen. Aber, ja, das war auch so dieses typische, da sind ein paar gelangweilte, Reiche, sage ich jetzt mal. Und die haben dann nichts Besseres zu tun, als dass die halt sagen, nö, wir haben schon alles gesehen, wir können uns alles kaufen. Wir nutzen halt mal unser Geld, um... Hat der mich gerade angefaucht? Wir nutzen halt mal unser Geld, um hier so eine Veranstaltung zu machen, wo die Leute halt miteinander kämpfen müssen, bis auf den Tod. Und ja, so eine Art Battle Royale halt. Ich glaube, die hieß sogar damals Battle Royale, das Original. Also nicht das, was ich jetzt meine. Da, also bei dem Battle Royale, meine ich, ging es darum, dass die halt alle irgendwohin verschleppt wurden quasi, irgendwelche Schwerverbrecher, und die wussten alle nicht, warum sie da sind. Und die mussten halt bis auf den letzten kämpfen. Auch so von wegen keiner Barmen und was weiß ich was. Och ja, natürlich. Natürlich musst du dann beides auch noch umwerfen. Achso, der passt gar nicht hier drauf. Moment. Da ist mal wieder ein Globus, aber der Kopf passt hier gar nicht drauf. Ha! Dann, was habe ich denn hier noch umgeworfen? Das hier. Das kommt hier hin. Da soll eigentlich ein Blatt hinkommen. Du bist ein Ei, kein Blatt. Okay. Der ist Gold. Wieso wird der mir... Da kommt ein Ei hin. Irgendwo habe ich doch gesehen, dass ein... War das in diesem einen... Boah, bin ich jetzt nicht gerade von der besten Seite reingelaufen. war das hier irgendwo? Wo das mit dem Globus war? Der ist... Hier ist es ja auch gelb. Ja, 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 genau. Da ist einer. Ich komme nicht ganz hin, aber... Das sollte normal ausreichen. Okay, jetzt sind wir hier am Anfang... Das heißt... Ach ja, die darf ich nicht vergessen. Zurückgelassen auf einer verlassenen Raumstation. Verfiel in den Wahnsinn und schuf eine unheimliche Melodie in einer unbekannten Sprache. Nur mit der Elektronik des Schiffes. Okay. Purzelbaum. Schalte aus. Na gut, wir hören ja sowieso nichts. Das könnte auch nochmal so eine Kiste theoretisch sein. Interagiere. Hm. Da kann man nichts machen. Na gut. Ach Gott, wie gesagt, ich weiß gerade so gar nicht, wo ich jetzt hier was machen soll überhaupt. Was ist das denn? Kann auch nichts machen. War doch irgendwo ein Ei, genau. Nehmen wir mal das. The triplets are back together. Ja. Wo? Ah, der war leer. Achso, okay. Dann füllen wir den nochmal auf. Und die anderen machen wir nochmal sauer. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich jetzt bei den Einzelnen gemacht habe hier. So, hier wäre so nichts mehr zwischendurch, ne? Nee. Ich muss mir echt die Lampe mal rüberholen. Das ist viel einfacher dann. Beziehungsweise viel schneller. So.
Ah, die Lampe habe ich da hinten. Den Weg könnte ich natürlich auch mal ein bisschen freier machen hier. Vor allen Dingen sollte man hier tatsächlich mal drauflaufen, also runterfallen, was ich wahrscheinlich öfter mal machen werde gleich. Dann landet man natürlich im Blut und hinterlässt wieder neue Flecken, ne? Das ist halt ätzend. So, da ist alles. Da. Aber sonst ist der Raum eigentlich soweit gut, oder? Ich habe nicht mehr viel drin, aber ein bisschen was können wir vielleicht noch. Also da war noch was, genau. Ja, natürlich. Genau wieder hier. Ah, geht mir das auf die Nerven. Hätte wenigstens noch hier das Ding mal eben noch zu Ende machen können. Okay. Wieso? Ach so, weil die nicht. Hallo. Hm? Können wir aber auch nicht bewegen. Okay. Wieso ist der jetzt wieder nicht mehr da drin gewesen gerade? Der braucht. Das war nicht dreckig, meine ich, oder? Der braucht die Stühle. Achso, genau. Und das war oben. Dafür brauche ich dann wiederum das Wasser. Wo kriege ich denn den? Also den holen wir uns erstmal hier raus. Der muss ja irgendwo dazu den Dinosauriern. Im Endeffekt hin. Ich lege den mal hier hin. Das können wir schon mal machen. Und mal auch schon mal so ein bisschen. Hallo, muss weg. So. So, damit wir hier zumindest so ein bisschen was schon mal frei haben, dass man nicht so durchläuft. Da ist noch jede Menge. Das sieht gut aus. Ja, was ist mit dem einen Bild passiert, was ich da hinten hingehangen habe? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist eine Flasche, hier ist noch was. Wobei das mittlerweile auch, denke ich mal, gleich nicht mehr. Naja. Oder? Nee, das war nur zu weit weg. Ja, jetzt hört's auf. Es war sehr unlogisch, das Ding hier mit einem Schrubber zu machen, aber ich meine, da wird man sowieso nicht mit Wasser dran gehen, davon mal abgesehen, ne? Ah, gut. Hier sehe ich auf jeden Fall keinen. Ach, da werden Kassetten ausgestellt. Ach, wie geil. Hier sehe ich auf jeden Fall gerade so auf Anhieb keinen Stuhl. So, Moment. Dich wollte ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich brauche ich woanders, aber wo brauche ich. Wo? Ach so, den brauche ich wahrscheinlich oben, oder? Hier den. Ach nee, das ist ein roter Tisch. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. Ich Idiot. Okay. Hm. Ja. Wo kommt denn der hin? Hallo? Roter Beistelltisch? Ich stell den erstmal hier hin. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, hier ist alles so. Alles auch noch so durcheinander. Hier ist aber nirgendwo mehr was. Nee. So, das war die Quietsche-Entchen-Abteilung. Kopf gehörte hier nicht hin. Das können wir schon mal machen. Das ist wahrscheinlich. Nee, ist nicht so dreckig. Das können wir schon mal hinstellen. Okay.
Was ist denn da die ganze Zeit im Kreis gelaufen? Oh mein Gott. Also, ich sage, das Ganze hier ist so köstlich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich liebe dieses Level jetzt schon. Auch wenn ich es gleichzeitig ganz sicher auch hassen werde. Weil ich davon ausgehe, dass man tatsächlich diese Jump-and-Run-Einlage da machen muss. Natürlich hat dieses dumme Aas das jetzt gemacht. Natürlich. So, mache ich dich jetzt nochmal voll. So. Ich würde eigentlich schon gerne erstmal vorne das voll kriegen. Also durchkriegen, nicht voll kriegen. So, da möchte ich nämlich noch nach oben. Achso, hier habe ich noch einen Teil. Moment, kann ich mit interagieren, ne? A way to spice up the bloodshed. Das kann ich stehlen. Na gut, die Messer weiß ich jetzt nicht. Die sind aber jetzt keine. Keine Beweise, oder? Okay, da ist noch was. Bis auf den Stuhl ist hier nichts mehr. Dann kann ich den Rest für oben benutzen. So. Haben wir auf jeden Fall schon mal den Platz für uns. Oh, da hinten ist auch noch was. Für unsere Lampe. Ich hoffe, ich mache da nichts kaputt, wenn ich das loslasse. Das Ding ist auf jeden Fall, geht nicht kaputt. Das ist schon mal gut. Das packen wir ganz ein. So, Lampe haben wir da. Jetzt springen wir mal darüber. Ich hoffe, ich kann mit dem Ding... Ja, kann ich hochgehen. Mache ich zwar dabei komplett kaputt, aber es ist ja nicht so schlimm. So, was haben wir hier? Ah, ein Bündel. Aha. So. Sorry, I am late for your deathbed confession. Oh, da fehlt aber noch eine zweite Lampe. Ja, was machst du denn? Du sollst da rüberspringen. Eieiei. So. Da sehe ich jetzt soweit nichts. Da kann man auch nichts öffnen und nichts. Da sehe ich auch nichts. Wo ist denn noch eine gelbe Lampe? Ich könnte fast schwören, ich weiß, wo die war, aber dann auch wieder nicht. So, das heißt, da fehlen auch noch zwei. Mit der Couch ist aber alles in Ordnung. Zwei Stühle. Okay. Jetzt, oh, nimm den doch mal, komm. Nee, das ist gar nicht, nee. Das sieht so aus, nur, als ob das total blutig ist. Das ist aber blutig. The day the music survived. Oh, der hat ja Spaß in den Backen hier. Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Da laufe ich gerade nicht ins Blut rein. Hier ist es allerdings. Warte, wo habe ich das hingetan? Da hinten. Oh, habe ich natürlich wieder nicht mehr viel drin. Dann mache ich die Ecke nochmal kurz. Ich hoffe, dass das nicht kaputt geht. Sehr gut. Ach, ich hätte doch auch dieses Ding aufstellen können. Ich bin ja auch so blöd. Dass die Flecken... Ah, das hätte ich wirklich machen müssen. Hm, vielleicht hier hin? Oh, aber nicht direkt ins Blut. Ah.
das war das hier. Organizer. Zack. Genau. Initializing process of purification. Ja, ja, ich weiß, du brauchst jetzt erstmal Zeit. Alles ist gut. Den nehmen wir auch schon mal mit. Ach, hier vorne. Kann es sein, dass da ein roter Stuhl fehlte? Oh, da geht es auch noch hoch. Ach ja, oh. Ach du Scheiße, das ist alles so weitläufig. Tschüss. Die muss ich mal mitnehmen. Die muss ich auf jeden Fall noch auffüllen. Und ich muss auch irgendwie da oben... Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe absolut keine Ahnung. Also wie ich darüber hüpfen soll. Ich weiß, dass ich darüber hüpfen soll. Ich gehe da stark von aus. Aber ich habe keine Ahnung, ob mir das so möglich ist oder wo. Und hier ist ein Knopf. Achso, hier vorne war ich, genau. Perfekt. Ne, da sind welche drin. Ich wollte gerade sagen, da fehlen doch noch welche. Da ist genug Druck drauf. Muss ja nicht jeder sehen, dass hier eine Party stattgefunden hat, ne? So. So, ab ins nächste. Obwohl, nee, Moment. Ich muss das erst noch gerade rücken. Okay, hab ich hier irgendetwas? Das muss ich auch noch. Aber wohin? Ach, da oben hin. Ah, okay, okay, okay. Wenn ich das da hinkriege, heißt, oder ist es doch nicht das Richtige? Doch, ich muss hüpfen. Boah, das ist nicht euer Ernst, dass ich da hochhüpfen muss. Okay, wie komme ich denn jetzt da? Kann ich da einfach so rüberhüpfen? Moment, Moment, wir machen das anders. Wir machen hier erstmal eine Lampe hin, so. Ach, warte. Ach, da muss ich von hinten. Oder von hier? Wieso ist das abgeschlossen, ihr Schweine? Das ist gemein. Das dürft ihr doch nicht machen. Moment. Da gibt es aber doch auch keinen Weg, der da, oder? Oh Gott. Also ich habe schon gesagt, diese Folge wird voraussichtlich sehr lange dauern. Ich hatte recht. Ich hasse es manchmal, so viel recht zu haben, aber... Pillenpackung, okay. Und von da komme ich trotzdem nicht hinten durch, oder? Mal gucken, ob da gleich noch eine Tür ist. Nein! Ihr Schweine! Eine Tür. Oh, eine Tür mit einem Wasseranschluss ist da. Oh, scheiße. Ich stehe direkt drin. Oh, oh. Nein, ich wollte das. So. Jetzt fehlt da auch. Ah, ne. Den haben wir aber hier direkt in der Nähe. Okay, immerhin etwas. Gut, dann können wir, glaube ich, hier aber erstmal die... Quatsch, was mache ich denn hier? Hier erstmal die Lampe aufstellen. Oh mein Gott. Meine Gebete wurden erhöht. Also erhöht vor allen Dingen. Erhört, hoffe ich zumindest.
So, ich mache jetzt nur den Raum hier schon mal ein bisschen sauber, weil da werden wir ja so direkt jetzt nicht zurückgehen. Ne? Wir werden ja natürlich noch durchlaufen und alles, aber da hinten ist halt der Wasseranschluss. Und von da aus muss ich dann gleich erstmal weiter gucken. Das ist alles so weitläufig. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe und was ich gemacht habe, ehrlich gesagt. Wer stellt bitte Teppiche in der Kunstgalerie aus? Na gut, Teppiche, also die Muster davon können vielleicht auch Kunst darstellen. Wer weiß, vielleicht bin ich ein Kunstbanause. Nein, ich wusste es. Das kam doch jetzt nur, weil ich das gesagt habe, oder? Mit anderen Worten, ja, du bist ein Kunstbanause. Guck mal hier nochmal kurz. Es ist eine VIP-Veranstaltung für morgen geplant. Zählen Sie es als Ihren freien Tag. Es ist nicht nötig, etwas auszuschalten. Die Techniker werden sich um alles kümmern. Wir sehen uns am Montag. Ruhen Sie sich bis dahin gut aus. Never say no to a paid day off. Tja. Ganzen Monitore hier. Oh Gott, da hinten geht es auch nochmal weiter. Oh Gott. Ah, ich bin überfordert. Okay. Ich meine, ich wäre schon überfordert, so ein riesiges Ding hier zu putzen, davon mal abgesehen, ne? Das ist ja wirklich riesig. Aber, ja gut, wobei ich dazu sagen muss, in erster Linie, denke ich mir mal, würden dann so die Böden und so nur gemacht werden. Ich glaube, hier so diese Teppiche und so, die müssten, denke ich mal, nicht so oft gemacht werden. Oder vielleicht auch gerade dann jeden Tag, ich weiß es nicht. Da so null Erfahrung mit. Ich habe aber noch nie gehört, dass man einen Teppich irgendwo in einer Ausstellung hat, muss ich jetzt auch dazu sagen. Okay, da hinten rechts ist noch was dran, aber sonst sieht es ja eigentlich nicht gut aus, oder? Boah, warte mal. Dich füllen wir auf jeden Fall nochmal kurz auf, bevor ich irgendwo anders hingehe. Aber ich packe dich erstmal komplett ein, würde ich sagen. Frage ist jetzt. Oh, hier ist noch ein Gemälde. Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind über. Oh, bitte. Wir sind doch über dem, wo ich unten runterspringen muss, oder? Hinten ist noch was in der Ecke. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Das ist ja. Achso, der nimmt das wieder nicht. Ich habe das Ding jetzt unten stehen lassen, oder? Ja, natürlich habe ich es unten stehen lassen. Na gut, dann machen wir das mal eben so. Ich brauche hier nur ein bisschen Platz im Endeffekt zum Durchkommen. So, das ist jetzt... Ach nee, das ist der Vorraum. Also der bringt uns jetzt nicht wirklich viel. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist der Raum, wo wir nicht reingekommen sind. Wo was an der Tür stand, oder? Da liegt auf jeden Fall noch einer. Alter, ich glaube, das ist das Ding von mir, oder? Ich wollte gerade sagen, wer redet denn hier mit mir? Ja, ja, das ist das mit den Dinosauriern. Oh, scheiße, da ist der rote Raum. Oder? Ist das dann doch der Raum? Boah, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Nee, hier ist die Eingangshalle. So. Ich weiß nicht, wo du jetzt hingekommst. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du da hingehörst. Das ist das Gelbe. Genau, das ist das Rote. Und hier müsste ich eigentlich drüber hüpfen. Da komme ich aber auch so hin. Oh, ist das geil, dass ich da so hinkomme. Dass ich nicht rüberhüpfen muss. Das ist so geil. So, das nehmen wir mal direkt mit. Mhm. Looks like a VIP area. Ja. Shouldn't it be off limits?
VIP im Sinne von, wir gucken uns dieses ganze Massaker an, oder VIP im Sinne von ursprüngliche VIP? Wobei das beim Kunstmuseum, naja, beim Kunstmuseum kann man es eigentlich auch haben. Theoretisch. Da ist doch noch was. So, das Ding nehmen wir gleich auch mit. Ich muss nur mal eben gucken. Oh ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Dann kannst du jetzt auch da den Rest auch noch kaputt machen. Jetzt mal ganz ehrlich hier. Ach, so. Das stellen wir erstmal zu. So, hier hinten ist jetzt nichts mehr gewesen. Auch keine Flecken oder so, ne? Dich stellen wir nach da. Die stellen wir zurück. Da fehlt ein Stuhl. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt da drauf stelle. Naja, dachte ich mir schon, dann ist das eh wieder. Es war so klar. Alter. Ja, natürlich. Genau in dem Moment muss das jetzt auf einmal voll sein. Natürlich. Natürlich. Hier ist der Eingang. Schmeißen wir es hier rüber. So. Immerhin etwas. Dass das direkt da in der Nähe ist. So, das Glas können wir theoretisch noch gebrauchen. Wenn ich da drüber laufe, wahrscheinlich nicht mehr. Aber mal gucken. Nö, kein Thema. Das Problem ist halt, ich kann es nur drehen. Ich kann es halt nicht irgendwie tiefer stellen oder so. Oh. Oder ich mach's so. Dann sind die Dinge aber, glaube ich, schneller kaputt als alles andere. Naja. So einigermaßen. Wo ist denn der zweite Tisch hier, den ich brauche? So, du gehörst doch auch hier hin, oder? Ach, dann bist du jetzt... Ah, ich verstehe. Deswegen stand da ein Stuhl. Okay, der steht da schon. Wobei der anscheinend nicht ganz richtig steht. Der steht wohl auch nicht ganz richtig. Nein, ganz ehrlich, die sollen sich nicht so anstellen, ne? Das müssen wir mal aufrecht stellen. Genau, das hier hin. Aber wo ist dann der andere Tisch? Der gehört doch auch dahin. Hä? Problem ist halt, ich sehe nicht besonders viel. Aber hier muss doch noch ein Tisch irgendwo sein. Einen gelben Stuhl habe ich noch gefunden, aber ich muss hier erstmal wieder Wasser auffüllen. Liegt doch nirgendwo ein Tisch drin oder so, ne? Hm. Ach, der Ziegenbock gehört nach hier vorne. Also nach hier oben. Na komm schon. So. Der war unten im gelben Zimmer. Oh, Moment. Hä? Ach, von hier aus hätte ich da auch reingekonnt, oder wie? Das war aber nicht die Seite, wo ich reingekommen bin. Bin gerade verwirrt. Ich bin hier reingekommen, genau. Also gibt es immer mehrere Sachen wahrscheinlich. Okay, ich kann hier im Dunkeln gerade nicht viel sehen, deswegen mache ich jetzt einfach immer... Doch, da unten ist noch was Gelbes. Ja, okay, aber sonst anscheinend nichts mehr drin. Das Ding habe ich jetzt dabei, oder? Ja, genau. Das heißt, die können wir auch schon mal einpacken, weil hier scheint ja sonst nichts mehr zu sein. Das müssen wir einmal noch hier hinstellen, aber sonst war jetzt hier nichts verschoben oder so, ne? Ah, da komme ich in den Raum rein. Das habe ich gesehen. Moment. Da. So. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts. Ich habe irgendwie Spaß daran, die kaputt zu machen. Ich weiß auch nicht so genau, warum. In dem einen Raum, bevor ich das vergesse.
wir hier durch, glaube ich. Ja, das können wir auch mal eben da reinschmeißen. Genau, da. Da war dieser Ziegenbock. Moment, ich verliere gerade so ein bisschen die Orientierung. Aber ich glaube, das könnt ihr auch ein bisschen nachvollziehen, weil das ist ja wirklich so weitläufig. Das ist schon abartig irgendwie. So, die stelle ich schon mal hin. Da das jetzt nicht so viel ist, mache ich das hier auch drumherum nochmal kurz sauber. So. So. Oh, Moment. Hier war noch was. So. Müssen wir sowieso gleich nochmal hin, aber... Habe ich den jetzt aufgefüllt? Ja, das heißt, den nehmen wir mit. Und schauen hier erstmal, dass wir hier die Sachen nochmal schnell hinstellen können. Achso, das war unten, okay. Hier habe ich sonst nichts. Da war, da bin ich eben runtergegangen, obwohl ich ja gar nicht runtergehen wollte, genau. Nee? Da hinten ist wieder. Da fehlt noch ein Bild im Rahmen. Och, nein. Och Mann, wieso muss ich immer das Falsche drücken? Ich will doch nur Q drücken. Ja, will ich doch gar nicht. Jetzt muss ich das leider drücken. So. So. Das noch schnell weg. So. Dann dich müssen wir irgendwie rausholen. Jetzt. Ja, toll. Jetzt. Ich wollte gerade sagen, habe ich dich jetzt verbuggt oder was? Irgendwo hier war das doch, oder? Das ist aber gar nicht das Bild. Moment. Ich habe übrigens vergessen, die Taschenlampe zu machen. Fällt mir gerade auf. Da war das, was ich die ganze Zeit sehe. Okay. Aber wenn das nicht das Bild ist, welches Bild ist das dann? Ach so, ja, das hat so eine goldene Form, ne? Das ist es vermutlich. Ja, ja, ja. Aber wo kommst du dann hin? Das wissen wir jetzt noch nicht genau. Kann ich dich ein bisschen umwerfen? Ja, damit ich das sehe. Okay, da waren jetzt... Ah ne, Moment, hier war noch was, genau. Ach, hier ist auch noch ein Bild. Hm, beziehungsweise ein Platz für ein Bild. Ein Bild ist hier nicht... Sehr gut. Ach ja, und ich glaube, mir fehlte unten auch noch der gelbe Stuhl, ne? Wobei da jetzt auch nochmal ein Bild ist, Moment. Das soll dahin. Hm. Da sind noch zwei Bilder. Die haben alle so dieses Braune. Das könnte aber eigentlich gut da reinpassen, oder? Ist jetzt eine andere Zeichenart, sage ich jetzt mal. Eine andere Malart. Aber ja, das passt dahin. Okay, perfekt. Ich weiß nur nicht, wo die anderen Bilder jetzt sind. Bilder hatten wir hinten auch keine mehr, ne? Naja. Da fehlt auch immer noch der eine Tisch. Das packen wir mal mit ein. Und den hier. Das ist der Eingang. Den können wir hier mal runterwerfen. Solange der nicht kaputt geht, ist alles gut. Gut. Ich muss da unten auf jeden Fall rein. Die Frage ist jetzt auch, wo brauche ich das Ding hier eigentlich? Ich hoffe, ich schmeiß das jetzt hier nicht irgendwo ins Blut rein. There's nothing to do here. Finde verlegte Ausstellungsstücke. Nee, hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. So. Ich hoffe, bis auf die Sache mit den Bildern haben wir jetzt alles. Moment, ich muss mal eben einen Schluck trinken. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Das müssen wir noch aufrecht stellen. Na gut, dann machen wir das mal eben. Hallo.
was ist mit dem Ding? Das müssen wir doch irgendwo draufstellen. Das ist aber nicht von hier vorne, oder? Stimmt, da liegt ja auch noch einer. Nee, ich wollte gerade sagen, liegt der jetzt da in dem... Are you running away or stabbed in the back or both? Beides würde ich sagen, ja. Jetzt muss ich nur noch sehen, wo ich überhaupt hier entlang kann. Moment. Da komme ich zu dem Roten. Eigentlich komme ich da zurück. Aber ich will jetzt halt nicht durch die Pfützen durchlaufen, ne? Deswegen weiß ich jetzt gerade, wusste ich jetzt gerade nicht so genau, wo ich hin muss. Alter, jetzt hat der mir nicht den... Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er mir nicht den Stuhl hier mit reingedonnert. Oh. Da fehlt immer noch einer. Oh. Ja, und dieser eine Stuhl fehlt halt noch. Das wird... Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich da aufgehangen werden. Da unten fehlt noch ein Gemälde, wobei hier noch eins liegt. Ist jetzt nicht direkt moderne Kunst, aber... Nee, will er auch nicht. I can remove up to 99% of harmful particles from the air. Komm nicht mal raus hier. Das will er anscheinend auch nicht. Das auch nicht, weil das ist nämlich nicht hoch. Also das ist hochkant. Wo sind denn hier noch alles Bilder? Oh mein Gott. Beziehungsweise, wo können hier noch alles Bilder hin? So, damit du mich hier nicht die ganze Zeit voll laberst. Dich nehme ich mal mit. So. Die stelle ich mal hier hin. Ach so, die sollen die Türen quasi aufhalten. Okay, verstehe. Wo habe ich jetzt mein Gerät? Das habe ich... nee, das habe ich hier hingetan. Da. So, Moment. Also. Hier haben wir noch Blut. Das müssen wir dran schieben. So, das müssen wir erstmal sauber machen. Das ist auch so verrückt, Mann. Okay. Ach, da kommt der Stern hin. Mhm. Wo lag denn der? Hier, das war jetzt was anderes, aber das kommt auch irgendwie hier hinten hin. Oder auch nicht. Da hinten kommt die Büste von da vorne hin. Okay. Das sind Hände. Das kommt doch da hinten hin. Das hatte mir vorher nicht so angezeigt. Okay. Dann kommt das dahin. So. Oh, das ist ja alles so durcheinander. Jetzt mal ganz ehrlich. Da weiß doch keiner mehr, was hier überhaupt noch wohin kommt. So, dich noch verrücken. So. Da bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist hier so ein Statuen-Ding, was da liegt, oder? Das ist in rosa. Jaja. Ein Büstenteil, sag ich mal. Ja, natürlich muss das jetzt leer sein. Wir den Rest eben noch so machen, in der Hoffnung, dass wir damit zumindest den Boden hier noch eben säubern können.
dass wir hier vernünftig durchlaufen können. So. Dann haben wir. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich denke mal, dass das hier. Ja. I also wonder what some people have in their heads. Also wir haben eine Büste und noch einen Kopf. Oh, da kommt. Ey, der wird vom Dinosaurier gefressen. Okay. Wir haben auf jeden Fall den gelben Stuhl gefunden. Da war die Büste. Okay. Hier war ja so nichts, ne? Da war der Eingang. So, das müsste das hier sein. Genau. So, das ist jetzt ein bisschen sehr weitläufig, dass ich gelaufen bin, aber egal. Ich muss jetzt erstmal. Die würden sich im Grabe umdrehen, ganz ehrlich, wenn ich über deren ganzen Kunstwerk und so weiter drüber laufe. Da ist aber noch ein Raum. Komme ich aber nicht hoch? Mit der Trittleiter nehme ich an, ne? Hallo? So. So. Müssen wir nochmal alles sauber machen. Oje, oje. Sarah, das wird heute ziemlich lange dauern mit der Folge. Es tut mir wirklich leid, aber wie gesagt, ich möchte die halt auch zusammenhalten. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, alles andere wäre eigentlich Blödsinn. So, Moment, den Raum müssen wir noch öffnen. Kann ich mir denn irgendetwas merken in dem Raum? Sag mir jetzt nicht, da komme ich von der VIP-Lounge hin. Nein, oder? Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wirklich wissen. Ich weiß nur nicht, wie ich gerade laufe. Moment. Ich bin so rum dahin gekommen, glaube ich. Naja, genau, hier drüber. Das will ich jetzt wissen. Hier ist die VIP-Lounge. Nee, hier ist nicht die VIP-Lounge. Moment. Hier ist die VIP-Lounge, hier hinten. Da war doch keine... Da war tatsächlich eine Treppe. Wollt ihr mich denn verarschen? Und hier ist übrigens der Stuhl, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Oh, Leute. Das ist doch nicht euer Ernst. Nee, das war das gar nicht. Wo war denn das? Ach nee, ich habe gar keinen... Ich habe gar keinen Stuhl gesucht. Kann das sein? Ist wahrscheinlich einer von unten. Ich habe nämlich den Tisch gesucht. Ja. Die haben jetzt nicht da hinten Wasseranschluss, oder? Moment, Moment. So. Nee, wo habe ich den jetzt? Da. Das ist, aber egal. Da unten fehlt der Stuhl. Ich habe ihn gefunden. Komme ich denn dahinter? Will ich mir den ganzen Weg frei bahnen oder was? Das nehme ich doch auch gerne mit. Jetzt sag bloß, das ist gar nicht hier. Ach so, doch, das ist aber doch, das ist hier, okay. Ich hab's gesehen. Das ist wunderschön. Den nehmen wir auch mit. Oh, hier ist eine Leiche. Ein Bürostuhl. Du kleiner Penner. Weg mit dir. Ich muss erstmal auffüllen hier. So. So. Jetzt geht's los.
it was meant to be in the first place. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich, endlich hier unten in der Ecke auch mal Wasser. Wir müssen nicht immer hin und her. Das können wir alles nicht öffnen. Da ist auch nichts drin. Das ist alles von außen, das Blut. Da können wir nichts mitmachen. Ach so, das ist nur... Ja, ja, okay. Das ist alles Müll. Das ist klar. So, das ist sauber. Jetzt geht's rund hier. Ich hab Wasser. Das ist alles Müll. Ups. War ich nicht. Disturbingly cozy place to watch people fight for their lives. Ja, es war wahrscheinlich wirklich so gemeint, wie ich mir das schon gedacht hatte, dass die hier drin gesessen haben und quasi dabei zugeguckt haben. Da können wir noch was nehmen. Und was ist das? Ach, nee, nee. CEO, heute Abend beschäftigt. Schreib mir, wenn etwas passiert. Clark, dann halte ich dich auf den Laufenden. Clark, Crimecoin steigt plötzlich im Wert. Sollen wir kaufen? Clark, ich sage dir, es wird bald in die Höhe schießen. Chef, hallo, kann ich kaufen? Chef, es ist dringend, bitte antworten. It has probably crashed by now. Ja, könnte vielleicht passieren. Oder passiert sein. Okay, das ist noch was? Keine Ahnung, aber es hat $300 gebracht. Auf jeden Fall war irgendwas hier drin. So, hier fehlt auch wieder ein Tisch. Ja, wie viele Tische fehlen denn hier bitte? Was habt ihr denn alle mit den Tischen gemacht, Leute? Das ist mal ohne Scheiß. Das nehmen wir doch gerne mit. Ja, dann nehme ich lieber was anderes. Okay. Das nehmen wir mit. Da sind jetzt nur noch vereinzelt Blutflecken. Da kommen wir dann auch besser durch. Das ist gut. So, können wir hier schon mal ein bisschen Müll mitnehmen, wenn wir gerade schon mal hier in der Ecke sind. Habe ich jetzt hier gerade einen Motor oder was? That guy must have really spoiled their fun. Ach nee, das ist das. Ja, ja, das habe ich gehört. Das hört sich echt an wie ein Motor. Ist ja krass. Das ist krass. Das sind aber keine Blutflecken hier, ne? Nicht, dass ich hier irgendwie die ganze Zeit da reinlaufe. Hallo. Ich würde die Sachen gerne mitnehmen. Wieso darf ich das nicht? Das ist doch eindeutig Dreck. Also das hier weiß ich nicht. Ja gut, die können wir auch wegmachen. Okay. Wird ja auch irgendwie direkt hier angezeigt halt. So, machen wir das mal so. Hä? Ach so. Ach, weil der Mülleimer nicht weggegangen ist. Ich habe den zwar weggeklickt gerade. Dein Ernst? So, VIP-Bereich ist offen. Kommen Sie näher und bestaunen Sie, was für Vollidioten alles hier zugucken wollten. Ich glaube, ich beschränke mich hier gerade tatsächlich mal darauf, den Müll wegzuräumen, weil da ist so viel Kram. Das ist ja Wahnsinn. 65% habe ich gerade mal.
kommt der Tisch hin? Ja, komm. Mach mal, das ist immer ein anderer Tisch. Moment. Machen wir den Tisch nicht dahin. Den machen wir hier hin. So. So. Die können wir schon mal dahin stellen. Dann habe ich hier wieder ein bisschen mehr Platz, um was aufzuräumen. Wird sowieso gleich wieder voll sein, das weiß ich jetzt schon. Was von euch ist denn... Nein! Oh! Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Diese... Boah, ey. Das ist nicht euer fucking Ernst. So, Moment. Wir müssen aber hier auch das Blut nochmal ein bisschen abwischen. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie alles auf einmal... So. Da ist nichts mehr dran. Aber hier ist auf jeden Fall noch jede Menge an der Säule. Jede Menge an der Säule, weißt du? Hast du gerade angefangen und dann ding, wir machen den Rest einfach mal weg. Kein Thema. Gut. Den machen wir hier als zweites hin. Da hinten ist nur der kleine Tisch. Da war uns auch noch gerade was zum Klauen, habe ich gesehen. Das nehmen wir gerne mit. So. Wieso werden die mir jetzt angezeigt hier? Ich finde sowas immer irgendwie mehr befremdlich als alles andere. Aber gut. Ja, dann stellen wir das eben hier so auf den Tisch drauf. Zack. Ich wollte gerade sagen, hier war aber doch trotzdem noch gerade Müll. Okay. Das auch. Ah, sehr schön. Den Müll hier sind wir erstmal los. Ah, da ist noch ein kleiner Tisch. Den habe ich gesucht. Zack. Einmal dahin. Dein Ernst. Dein fucking Ernst. Nur weil ich den Mist hier oben drauf stellen wollte, hat der dabei jetzt automatisch komplett eine Glasflasche kaputt gemacht. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Das gute, immer umfallende Drinkersbier oder sowas. So, das können wir da hinstellen. Das ist umgefallen. Ich wollte gerade sagen, es geht wahrscheinlich jetzt so nicht, aber es geht trotzdem. Du gehörst in den gelben Bereich. Ich hoffe, ich kann dich hier irgendwie dazwischen durchkutschieren. So. So. Hier sind keine, ne? Waren oben noch, oben waren noch welche, die fehlten. Aber frag mich jetzt nicht, ob das jetzt dazu passt. Hier. Das hatten wir. Das hatten wir auch. Ich kann hier gar nichts sehen. Da links zeigt er mir gar nicht erst mehr an. Hä? Waren hier nicht noch welche, die fehlten? Ja, doch, hier zum Beispiel. Don't think about falling again. Ja, ist doch perfekt. Das war, glaube ich, auch das Einzige, was jetzt fehlte, wenn ich das richtig sehe, ne? Dann gehört der Stuhl vermutlich irgendwo nach hier unten. Ja, so. Den stellen wir mal dahin. Ach, jetzt habe ich hier noch zwei kleine. Moment, da hinten fehlt noch ein kleiner. Ach, und oben fehlt doch auch noch ein kleiner. Mmh, okay. Ja, ja, ja. Hier, ne? Ja. Du darfst den auch gerne erst loslassen, wenn ich auf Loslassen klicke. Das wäre mir sogar lieber. So, da fehlen zwei. Und da hinten habe ich noch einen, auch wenn ich gerade nicht weiß. Game has ended. Oh, ja, irgendwie. Irgendwie schon. Ich wollte gerade sagen, das ist doch was zu klauen, ne? Du kommst dahin. Das heißt, uns fehlen noch ein, zwei, drei Stühle.
Vier. Vier Stühle und ein Tisch. Das kann doch nicht sein. Wo sind die denn alle? Moment, hier ist noch einer. Den können wir schon mal hier hinstellen. Zack. Die sind alle soweit okay. Einer ist noch hier hinter. Den kann ich hoffentlich so einigermaßen drüber schleppen. So. Fehlen uns aber immer noch ein Tisch und zwei Stühle. Den sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Achso, Moment, da ist ein Tisch. So. Da ist noch ein Stuhl. Alles so dunkel hier, ne? Man sieht ja gar nichts. So, aber sonst habe ich hier noch einen Stuhl. Also einer, der jetzt hier nicht hingehört, meine ich. Hm, was ist mit den Gitarren eigentlich? Obwohl, die Errungenschaft habe ich ja schon bekommen. Obwohl ich nicht wusste, ob es eine gab, aber es war cool. He must have had some other plans then, just to participate in their game. Ich habe einfach so spaßeshalber immer da dran rumgezupft. So. Da hinten ist Wasser. Das heißt, hier vorne sind die Leichen quasi. Ah, nee, nicht darum. Das ist, glaube ich, so schneller. Ist ja sowieso schon so langsam, wenn man mit dem hier die ganze Zeit rumtorkeln muss hier. So, sehr schön. Das habe ich hier unten nicht gefunden. Was war mit dir? Du gehörtest doch irgendwo. Hier ist so eine Kleopatra-Figur. Also aber der Raum hier, ja. Da, genau. Du gehörtest da rein. Ich hätte mir die Taschenlampe holen müssen. Moment, wenn ich jetzt... Was war denn das nochmal? C? Ja, ich habe keine Punkte. Ach, Mist. Mist, Mist. Okay. So, der kommt dahin. Dann soll da noch ein, so ein Stuhl sein. Der gehört da drauf. Ich denke mal, die gehören auf den Stuhl, ne? Boah. So. Okay, weil so langsam müssen wir hier auch mal so ein bisschen aufräumen. Da gehört vermutlich das hin. Da oben sollte ein Stuhl hängen. Das ist ja mal richtig geil. Hallo? Kriege ich das unter Umständen auch hin, wenn ich springe, anstatt so... Ist der falsche Stuhl, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ist das nervig. Alter. Ja, kommt, das mache ich am Ende. Wenn das jetzt schon so nervig ist, ich will nicht wissen. Moment, das ist aber... Ist das der Stuhl hier? Nee, das war der, der hier unten war. Ha. Okay, ich glaube, den haben wir noch gar nicht hier. Ich weiß es nicht so genau. Der hier, den müssen wir hier rum und ganz hinten links hinbringen. Das dürfte nämlich der sein, genau. Es fehlt uns noch ein gelber Stuhl. Den können wir aber schon mal hinstellen. So. Es fehlt uns jetzt noch ein gelber Stuhl. Hatten wir nicht hier irgendwo einen gelben Stuhl gefunden? Wir hatten einen roten Stuhl gefunden. Moment, welcher könnte das jetzt sein? Keiner von denen. Das sind alles die, die da oben hängen sollten, glaube ich. Oh, kann man das irgendwie von hier oben machen? Alter Schwede.
Zumindest von hier aus. Aber ob wir den Rest da noch hinkriegen, ich habe absolut keine Ahnung. So, ein Stuhl fehlt hier noch. Das ist ein schwarzer. Das muss ich mir merken. Wenn er nicht irgendwo hier jetzt dazwischen liegt, so mitten im Dunkeln. Das kann natürlich auch sein. So. Das tun wir auch mal eben direkt weg. Boah. Ich stelle mir jetzt einfach mal hier... Oh, das können wir... Ja, da sind noch die beiden Bilder, aber das eine will er da nicht aufhängen. Ach so, wir müssen hier hinten das auch noch sauber machen, ne? Nein. Ich wollte das machen. So. Ja. Das war jetzt nicht so viel, aber egal. Die Trittleiter ist aber, glaube ich, auch nicht viel höher. Oh, oh, oh. Ach, hier gehört... Ach so. Wo habe ich das denn hingestellt? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ist ja gut. Hier ist jetzt aber keins mehr. Nehmen wir das mal rein. Ach, das heißt, ich muss aber die Gitarre dann auch mit nach hier holen. Alter. Hallo. Hallo? Was war denn das gerade? Hä? Ihr habt das gleiche gesehen wie ich, oder? Das. Wieso kann ich die Gitarre hier nur drehen, aber nicht? Someone didn't get along with the rest of the band. Du kommst jetzt erstmal dahin. Ich habe gerade keine Verwendung für dich hier. Ich muss hier. Alter, da sitzt einer drauf. Das ist soweit okay. Der da hinten soll wahrscheinlich nicht hier unten hängen. Oh, was haben wir denn hier? Hallöchen. Ah, eine Abkürzung nach vorne haben wir hier. Sehr geil. Okay. Hier hinten liegt auch noch Kram. Einmal das. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wo kommst du hin? Wo kommst du hier hin? Ja, wo bist denn du jetzt? Hä? Hallo? So, aber wieso können die Gitarren hier nicht... Oder muss ich... Ach, muss ich die Gitarre... Moment, Moment, Moment. Das schmeißen wir erstmal eben hier raus. Dann habe ich da gerade noch... irgendwo da. Eine Gitarre, wollte ich gerade sagen. Es ist eine Müllband, okay? Ich glaube, ich weiß warum. Gitarre und... Ja, 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 okay. Das heißt, die andere Gitarre, die ich irgendwo im VIP-Raum... Nee, war die im VIP-Raum? Wo habe ich die Gitarre denn jetzt gefunden? Oh, Leute, wo habe ich die Gitarre gefunden? Sieht auf jeden Fall schon gut aus. Bis auf der Bereich, da war ich noch nicht. Da sollte ich vielleicht jetzt auch nicht durch das Blut durchlaufen.
gefunden. Scheiße, irgendwo hatte ich doch eine Gitarre gefunden. Boah, es ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das kommt erstmal mit nach vorne. Oder auch nicht. So. Komm mit. Komm mit. Ich weiß noch nicht genau, wohin es geht, aber du kommst mit. So. Ey, ich habe gerade echt keine Ahnung, wo ich die Gitarre gefunden hatte. Ne? Ah, Moment, gelber Stuhl, gelber Stuhl. Dich nehme ich schon mal mit, weil du wurdest auch schon vermisst. So, das war hier, glaube ich. Nein. Ja, dreh den doch jetzt nicht wieder falsch. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Aber ich glaube, das mit dem Roten, das gehört auch noch hierzu, oder? Zwei verlegte Ausstellungsstücke sind wahrscheinlich dann die Roten. Oh Gott, okay. Das ist alles so... Nein, nein, nein. Den Fehler mache ich nicht nochmal. So, okay. Hier vorne haben wir jetzt... Doch, hier fängt das schon mal an, dass hier schon wieder alles dreckig ist. Ich mach dich nicht kaputt. Nein, sehr gut. Ich denke die ganze Zeit, hier liegt was auf dem Boden, was ich einsammeln kann, ne? Mit diesen schwarzen Karos hier von den Fliesen. Dein Ernst jetzt? Oh. So, das können wir auch wieder dran schieben. Wo kommen wir denn da hin? Oh mein Gott, was ist das denn? Oh! Habe ich mir auch gerade gedacht. Scheiße, und da bin ich auch durchgelaufen. Aber hier ist ein Wasseranschluss, immerhin. Okay, aber es ist scheiße, dass es hier alles so dunkel ist. Es gibt hier kein Licht, was man irgendwo anmachen kann. So. Hier hat er dann gedreht und ist wieder zurück, oder wie? Oh nein, jetzt sag mir nicht, da oben ist was drin, was ich brauche. Haben die jetzt ernsthaft damit Dings Basketball gespielt?
Alter, ist das dein Ernst hier? Was soll denn das für ein Raum sein? Die Dunkelkammer, oder? Na, da ist noch einer, okay. Das ist wahrscheinlich der Retter. Und Dritter. Und... What a dumb exhibition. Boah, ich brauche ja echt dringend mal... Oh, dein Ernst. Wenigstens habe ich hier direkt Wasser in der Nähe. So. Nee. So. Ich hatte eigentlich gedacht, das geht nicht ganz so schnell. Ich wollte mich mal eben einen Schluck trinken. So, hier war der. Dann sind wir hier rumgegangen. Leute irgendwie im Kreis gelaufen. Die haben nicht dem Staubsaugerroboter gefolgt. Ein roter Stuhl. Okay. Wieder was Neues gefunden. Achso, das kann ich nicht von der Seite aus machen. Da ist auch noch irgendwie ein Beweisstück bei. Aus dem Surfbrett irgendwie mit noch. Ah, ne, ist doch ein Schild, glaube ich. Ja. Das nehmen wir mal mit. The best defense is a good offense. Ja, es kommt natürlich drauf an, ne? Hm, da haben wir auch noch was. Okay. Aber ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nicht zu sehr. Hier ist auch noch alles Leiche. Schmeißen wir dich erstmal hier raus. So, Moment, das war hier. Dann ist das mit dem Schild, also beziehungsweise Knochen oder was das sein soll. The dinosaur went on a killing spree. So, da ist der. Aber ich weiß halt nicht. Ah, kriege ich so mit einmal. Okay, perfekt. Die Ausstellung, die war hier und ich vermute, das ist hier das linke, ne? Lost and found. Okay, so, dann können wir einmal wieder auffüllen. So, dich brauche ich, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Weil das ist... Moment, da waren aber zwei Sachen, ne? Der Stuhl, genau, das war's. Den müssen wir noch mitnehmen. Ich hoffe, dass sonst nichts mehr hier drin war. Ich stell den mal hier hin. So. Ich hoffe, dass das alles war. Wenn wir jetzt den Staubsaugerroboter hier noch... Können wir den so... Einsammeln? Ja, können wir so einsammeln. Perfekt. Okay. Na gut. Da hinten komme ich, denke ich mal, nicht rein. Ich bin mir aber nicht so sicher, weil da hinten sind auch... Also von hier aus jetzt nicht rein. Na, da hinten ist aber noch irgendwas, wo man runterspringen kann. Das wäre dann hier hinter, wenn man da hochgeht. Muss ich aufpassen. Ah, hier wäre das dann. Okay. Nehmen es doch einfach. Alter! Das ist cool. Du bleibst mal kurz hier liegen. Ich muss mal eben die Büste wegbringen.
Die war irgendwo hier auf der Seite, ne? Genau da. Back where you belong. So. Da können wir noch was mitnehmen. So, jetzt ist die große Frage. Wenn ich da jetzt runterspringe, komme ich denn dann irgendwie raus? Kann ich überhaupt da runterspringen? Das ist jetzt... Ja, ich kann runterspringen. Die Frage wäre schon mal beantwortet. More war supplies. Ah, sehr schön. Hä? Ach nein, ich hätte jetzt hier nicht... Oder ist das jetzt aufgegangen, weil ich hier runtergesprungen bin? Ich hätte jetzt hier nicht einfach so rausgekonnt, oder? Das sieht hier alles irgendwie so... Da hinten war doch noch genau... Muss ich hier nichts machen? Oh, Moment. Halt, stopp. Irgendwas war hier. What is that even for? Vielleicht ist das ja auch... Vielleicht ist das ja auch eine Errungenschaft. Ich probiere es mal mit Rosa. Mögen die anscheinend nicht. Ach so, das hatte ich eben nicht in Rosa, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Kassette ist grün, vielleicht können wir das mal mit grün probieren. Irgendwie ist das ja Musik. Ich bin ja immer so ein Errungenschaftsfreak, ne? Das wisst ihr ja. Tja. Nee, dann werden die aber wieder alle anders. Keine Ahnung. Aber sieht so aus, als ob ich das da oben gar nicht machen müsste. Ja, von da, wo der Stuhl war, hätte ich da eben hingekonnt. Ach, guck mal einer an. Ach ja. Aber es wundert, also es wurmt mich jetzt schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das nämlich gerne noch rausgefunden mit den Monitoren. Something is blocking the way. Ja, ich selber, haha. So. The chances of getting killed by a dinosaur are low, but zero. Moment, ich sammle euch mal eben alle hier vorne. Du bist nicht dreckig, hier oben ist aber alles dreckig. Ach, das ist auch noch ein Gemälde. Fehlt hier noch irgendwo ein Gemälde? Ach, zumindest in diesem Raum nicht. Nun gut. Ach, komme ich da nicht hier oben? Ja, 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 hier oben komme ich hin. Dann wird das Gemälde wahrscheinlich, ich weiß es ja nicht, für hier oben sein. Wo habe ich denn... Wo habe ich denn gerade das Gemälde gesehen? Ach, hier oben, oder?
Aber die sind so schmal. Obwohl, es könnte trotzdem für oben sein, weil da ist, glaube ich, eins gewesen hier vorne irgendwo, was sehr schmal war. Oder? Ist das jetzt weg? War hier nicht eigentlich eine Stelle? Nicht? Okay, jetzt bin ich offiziell verwirrt. Finde verlegte Ausstellungsstücke. Ja, aber wo bin ich jetzt? Ich sehe hier gerade nichts, wenn ich die Dinger hier die ganze... Ach, da hinten. Wenn ich die jetzt die ganze Zeit hier vor der Nase habe. Das könnte hier hinkommen. Das sieht ganz gut aus. Da war gerade was Grünes. Okay. Ah, ich sehe auch gerade. Ich weiß jetzt auch, wohin wir das machen müssen. Oder auch nicht. Ach so, ja klar, das geht natürlich nicht, wenn der Teil dazwischen... Ja. Denkfehler, Denkfehler. Please, don't come back to life. Genau. Ach, da hinten waren wir auch noch nicht. Und dann auch hinten noch nicht durch. Ja, super. Das macht doch Freude. Uns fehlt noch Beckenknochen. Wo habe ich die denn hingetan? Die habe ich doch irgendwo. Oder habe ich die hier irgendwo runtergeworfen? Ich habe die irgendwo doch runtergeworfen. Waren das gerade Fliegen, die ich gehört habe? Ja, es ist trotzdem Mist. Es ist trotzdem Mist. So, du gehst jetzt mal da rein. Ach, hier war noch was. Ah. Du gehst irgendwo, ich bin mir nicht sicher, rein. Dahin. So, 1, 2, 3, 4, 5 Teile brauchen wir jetzt, glaube ich, noch. Moment, das gehört aber auch dazu, ne? Das könnte der Fuß gewesen sein. Nicht? Achso, doch, Fuß schon, aber der andere Fuß, okay. Gut. Oh mein Gott. Und wir haben immer noch so wenig. Ich glaube, diese Folge wird echt mein Rekord. Also zeittechnisch. Nee, den hatten wir jetzt komplett. Glaube ich. Hier ist aber trotzdem... nicht runterfallen. Ich wollte da... Modern Art is truly something else. Ich kann ja sagen, was hart ist. Hart wird es sein, die scheiß Dinger da oben hinzukriegen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, da hochzuspringen mit etwas in meiner Hand. Alter, es war so klar. Red to red. Mhm. Boah. Moment, der muss doch, die müssen doch. Ah nee, der stand glaube ich so, ne? Komme ich da jetzt wieder hoch? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist echt ätzend. Da ist einer und da ist einer. Ich komme doch nicht darüber. Wie soll ich das machen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, nichts Falsches machen jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dafür brauchen wir einen normalen Stuhl, also den hier unten quasi. Alter, ist das dein Ernst? Aber ich brauche trotzdem noch irgendwas für diesen Tisch.
Nein, mach das nicht. Aua. Och Mann, ich komme da doch nicht hoch. Das habe ich doch schon probiert hier auf der Seite, oder? Ah, das ist so ätzend, wenn man den Stuhl dann mitten in der Fresse hat, ne? Alter. Ganz ehrlich, kann ich den hier nicht hinstellen und von oben irgendwie... Ach, ich springe da immer drüber, das ist mein Problem. Jetzt verstehe ich das. Aber wo kommt der Tisch hin? Nein, da fehlt noch ein Stuhl. Ach so, ich hätte das Ding da oben runternehmen müssen, glaube ich. Das gehört nämlich gar nicht dazu. Kann das sein? Ja. Ja, ja. Hier oben ist auf jeden Fall noch ein Stuhl, der fehlt. Aber was mache ich mit dem Tisch? Hier unten, aua, hier unten fehlt doch kein Tisch. Hm. Das ist jetzt ein bisschen... doof. Das ist der Kopf. Hände, Hände. Waren die nicht irgendwo? Ah ja, genau. Hier drauf. Ich habe ich gar nicht gesehen, dass du nicht richtig drauf stehst. Okay. Wo war denn das Wasser jetzt? Moment. Ich brauche erstmal frisches Wasser. So. So. Dann, hier war ich soweit fertig. Ich war aber noch nicht in dem Bereich hier hinten. Wo übrigens scheinbar auch noch irgendwas mit einer Schildkröte oder sowas gemacht werden muss hier. Ist wahrscheinlich noch was auf der anderen Seite, nehme ich mal an. Flup. Und flup. Das war aber, glaube ich, nicht alles, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt war es alles. Es war übrigens keine Schildkröte, mal nebenbei bemerkt. Es war ein Wasserdinosaurier. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja fast das Gleiche, ne? So, okay. Wische das ganze Blut auf. Hat er mit 100% gemacht, aber ich habe hier noch riesige Blutflecken. Das ist ja geil. Weil sonst macht er das eigentlich immer sauber, wenn er sagt, ist alles fertig. Aber gut. Dann heute halt mal nicht, ne? So, ich nehme mal wieder mit. Ach, hier ist auch noch ein Gemälde. Ach, da komme ich in den Raum rein. Ja, da will ich jetzt nicht mehr rein. Da war ich jetzt schon drin. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier noch dauert. Aber ich habe schon gesehen, also wir haben ja noch den Raum mit den Quietscheentchen und den hier. Aber ich glaube, das sind dann auch die letzten Räume, die wir noch machen müssen. Ehrlich gesagt, ich habe null Plan, ob hier irgendwo noch ein Geheimraum oder so ist. Ach so, doch, dafür ist das natürlich gut. Um den Hochdruckreiniger hier aufzudingsen. Ich weiß nicht, ob man dann doch mal eine Errungenschaft bekommt, wenn man den Ball nochmal reinmacht, aber ich denke nicht, ne? Ach so, ich wollte die eigentlich auf den Rücken nehmen. So. Gehst du kaputt, wenn ich das mit dem Hochdruckreiniger mache? Ich hoffe nicht. Ach, Moment, das ist dieses Kleopatra-Ding. Dich muss ich mitnehmen. Moment. Irgendwo hier. Oder war das vorne? Alter, ich weiß nicht mehr, was wo war. Ich habe keine Ahnung. Hier. Hier. Du kommst dahin? Now the Pharaoh's curse won't reach me. So. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir das Ding verloren. Ah, da. Genau. Okay. Da können wir erstmal sauber machen. So. Und hier ist jetzt, Milch und Zeralien sind jetzt hier drin, oder wie? Wollen die mich verarschen?
Echt jetzt? So, hier fehlt jetzt aber zumindest nichts vom Dinosaurier. Das ist schon mal was Positives. Was ist das denn? Spielzeugpistole. Ja. Also, sagen wir es mal so, in Anbetracht dessen, was das hier für ein Laden war, beziehungsweise was die hier veranstaltet haben, ist das echt ein schlechter Scherz gewesen. Boah, wieso steht jetzt hier schon wieder 50% Blut? Ach so, wegen den Quietscheentchen wahrscheinlich. Die gehören da noch zu, oder? Ich bin mir nicht sicher. Moment. Hallo. Da. So, du gehst erstmal zurück. Dich nehme ich mit. Du kommst aber erstmal hier vorne hin. So. Das kommt richtig. Och, jetzt mach es doch bis zum Schluss, Mann. Das kommt richtig. Mal draufdrücken. Ich würde sagen, dieser Raum ist fertig. Das Bild liegt jetzt natürlich hier so ein bisschen blöd im Weg rum. Also das heißt, wir müssen im Prinzip nur noch ein paar Sachen richtig machen und dann ja gucken, wo die ganzen Bilder hinkommen und so. Und dann, das ist die 8. Leiche. 2 Leichen müssen wir noch finden. Ach, Moment. Sehe ich ja jetzt erst. Wie wär's denn mit dem hier? Wo ist denn da dein Kopf jetzt? Da. So. Fehlen aber noch irgendwo 2 kleine Knochen. Keine Ahnung. Das werden wir wahrscheinlich auch in den Eingangsbereich hier irgendwo reinmachen müssen. Da war nämlich noch irgendwo da hinten. Bin ich zu nah dran? Okay. 10 Möbel müssen... Haben wir das schon? Alter, da gehe ich laufen. gut. Jetzt ist die Frage. Das Ding ist wahrscheinlich... Ja, ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich leer, ne? Müssen wir das hier nochmal kurz wieder auffüllen. Ja, und da über mir, das muss doch auch ein Secret sein, oder nicht? Die Frage ist, wie komme ich da ran? Dieses da oben. Ach, das ist, glaube ich, auch noch was von dem Dinosaurier. Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Ich denke, dass das Glas nicht kaputt geht, wenn ich da rangehe, oder? Was ist da? Hier war noch eine Leiche. Ne, hier waren 2 Leichen, ne? Über mir im Bild ist auch noch eine Leiche, glaube ich. Okay. Is this just my imagination? Am I seeing a lot of ducks lately? Nein, das habe ich auch schon gesagt, dass hier viele Enten drin sind. Und dass ich das cool finde, habe ich auch gesagt. Dass das jetzt mein Lieblingsteil wird, wegen den vielen Enten. Oh, Alter, ist so viel Blut. Was habt ihr denn hier veranstaltet, Jungs? Nein, so. Natürlich, natürlich. Das Blöde ist, ich kann das auch nicht... Nee, deswegen. Ich kann das auch nicht einfach so da dran klicken und dann wird das hier aufgefüllt. Das finde ich so gut. Was ist denn mit dir? Wenn ich dich jetzt wegmache, hast du... Ja, natürlich hat der dann Blut drin. Ach, kotzt mich das an. Na gut. Machen wir hier weiter. Boah, ist das ein Massaker. Alter. Und ich weiß immer noch nicht so genau, warum. Vor allen Dingen, wenn die tatsächlich mit den Schwertern da gekämpft haben, es dürfte doch eigentlich gar nicht so viel Blut geben hier. So. Rauchende Enten. Wollt ihr mich veräppeln? Mann, 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 auf was man nicht alles achten muss. Kann ich da noch hoch?
gibt's ein Secret? Oder zumindest irgendwie noch einen Raum? Oh, Hallöchen. Ach, sag bloß. Oh ja. Lulu Suicide. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Viel Glück beim nächsten Mal. Okay. Is it really that funny to the almighty VIPs? Okay. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie ich hier hochkomme. Das ist ja schon mal was. Und ich komme hier gerade nicht dahin, wo ich hinkommen will. Muss ich das noch sauber machen? Oh, zumindest habe ich es jetzt runtergestoßen. Ist ja nicht schlimm. Okay, nehmen wir den mit. Hier können wir ja runterspringen, ne? Hier ist nichts mehr an Blut oder so, was ich machen muss. Dann kann ich das hier nämlich direkt mal eben auffüllen. So. Das müssen wir dann später mitnehmen. Das muss ich mal auf jeden Fall merken, ist das, aber ich denke, ich werde ja sowieso öfter nochmal rumlaufen. Weil ich ja eh da das Wasser auffüllen muss. So, Schwert haben wir auch eingesammelt. Die beiden Leichen wissen wir zumindest schon mal, wo die sind. Werden dann natürlich auch entsprechend noch eingesammelt. Bis wo geht das hier? Okay. Gut. Dann haben wir den Raum aber gleich auch durch. Dann müssen wir nur noch die Leichen einsammeln. Hier den Müll einsammeln. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube zumindest, was die Reinigung betrifft, hätten wir dann alle durch, oder? Ach, der kommt aus dem Monitor raus. Ach, wie cool. Oh, habe ich die Vasen jetzt doch zerstört? Ich habe jetzt gar nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit darauf geachtet und jetzt habe ich überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Bin ich ganz ehrlich. Ups. Ah, jetzt hat er das restliche Blut. Sehr schön, sehr, sehr schön. Dann heißt es jetzt, sich an die kleine Sisyphus-Arbeit machen. Naja, kleine Sisyphus-Arbeit, wenn man das hier alles sieht, ich bin mir nicht sicher. Ach ja, das dauert noch einen Moment jetzt. Aber auch wirklich gar nicht drauf geachtet. Ich habe extra noch gesagt, den Raum machen wir als letztes. Wir wollen die Vasen nicht kaputt machen. Ja, was mache ich, Idiot? Ich spritze einfach so rein und alles ist kaputt. Und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Das ist ja das Schlimme daran gewesen, ne? So. Zack. Das sollte ich vielleicht immer inzwischen wissen. Let's call it a draw. Keine nennenswerten Unterschiede. Ja, nicht so wirklich, ne? Kannst mit beiden jemanden töten, also von daher. Oh, das ist nicht dein Ernst. Du warst jetzt nicht da drin, oder? Wie cool ist das denn? So, ich glaube, ich muss gleich ernsthaft mal eben kurz. Ach, da ist noch eine Feder. Die haben wir noch die ganze Zeit gesucht. Ich glaube, ich muss ernsthaft gleich mal kurz. Ja, gehen trotzdem nur zwei? Das ist auch irgendwie seltsam. Da ist noch ein Kopf drin. Wollen die mich verarschen? Ach, das ist Shining oder was? Wie geil ist das denn? Das sind ja mal coole Anspielungen hier. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt bin oder wo ich hin muss. Moment, ich glaube, ich muss hier durch die grünen Türen, ne? Nee, Moment, die Federn. Oh, scheiße, die Federn waren. Alter, wo waren die Federn? Die waren alle so nebeneinander. Nee, hier nicht. Ach, komm schon. Wo waren jetzt die fucking Federn hier? Hier ist noch ein Knochen. Das habe ich gar nicht gesehen. Moment. Den nehmen wir mit.
waren die Federn? Och Mann, je mehr ich sehe, umso weniger kann ich hier irgendwie... Oh, das ist doch scheiße. Ah. Das war nicht da hinten, wo das so dunkel ist. Nebenbei. Da steht aber nichts von drin, dass ich hier noch was machen muss. Die Federn waren doch auch nicht hier. Ach, hier! Hier! Ich hab sie! Ich hab sie! Die waren direkt davor. Willst du mich denn verarschen? Oh, Mann. Was ist denn der, was ist denn das für ein Punkt hier hinten? Wieso ist denn der hier? Da fehlt doch ein Quietscheentchen, oder? Aua. Da fehlt doch eins an der Wand, oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Ach, das ist ein... Ist das ein Knochen? Das ist ein Knochen, oder? Dein Ernst? Ich habe hier... Ah, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier 99%. Ach, da ist der fehlende Stuhl. Der fucking Stuhl ist hier. Warum hauen die den hier überall rein, aber nicht dahin, wo die hingehören? Ich weiß es nicht. So, den stellen wir mal eben hier hin, damit ich das nicht vergessen kann. Dann, dich nehmen wir erstmal komplett mit am besten, damit ich dich nicht verlieren kann. So. Dann, die zwei Leichen müssen erstmal rüber. Damit ich die dann schon mal entsorgt habe. Dann habe ich noch, klar, die zwei Müllsäcke da hinten, die muss ich auch entsorgen. Habe ich noch 8 Möbelstücke, die in ihren Platz müssen. Die Frage ist, nee, da sind keine Ausstellungsstücke mit gemeint. Ne? Das sind die 3. Hm, okay. Da waren noch Frauen bei, oder? Das war jetzt eine Frau, oder habe ich mich da jetzt verguckt? Also, wir müssen noch Ausstellungsstück finden. Das war eine Flasche hier unten. Ach, und da oben haben wir doch noch eine gelbe Lampe, die wir noch nicht... Ah, ja. Alter, wie soll ich das... Ich habe doch jetzt alle Räume offen. Oder meine ich das nur? Da konnte man hoch, das ist klar. Hier vielleicht irgendwas übersehen oder so? Hm. Du bist die Rippe, nehme ich mal an. Wenn ich denn mal da hochkommen würde, heißt das. So, jetzt. Ja, jetzt ist das Ding wieder abgefallen, oder was? Jetzt brauche ich noch 2 kleine hier unten. Wieso steht da verlegte Ausstellungsstücke 3? Oder ist der eine nicht da dran? Oder habe ich hier irgendwas verpasst? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin gerade so verwirrt und ich habe hier irgendwie... Keine Ahnung. Hä? Jetzt hat er den doch in 1 gemacht oder was? Ja, super. Eben konnte er es nicht. So... Hier muss ich nichts mehr machen, oder? Ach doch, die scheiß Gitarre, die ich irgendwo mal gefunden hatte. Ich hoffe, dass die so sind, wie sie sein sollen. Dass ich da jetzt nicht auch noch die ganzen Dinger da suchen muss. Boah, wo habe ich die Gitarre nur gefunden? Boah, ich weiß es überhaupt nicht mehr. Hm, Moment, kann man die... Nee, die kann man nicht nehmen, ne? Alter, ich habe doch irgendwo eine Gitarre gefunden. Da komme ich wieder runter. Da war es auf jeden Fall nicht. Da kam ich her. Hier war nichts mehr, was man machen musste. Ach, hier oben war doch noch ein Bild. Dann ist das bestimmt das Bild, was ich unten irgendwo in dem Hauptding da liegen habe. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das nehmen wir auch mit. So, hier oben war aber nichts mehr, ne? Das war nur dieser eine Stuhl.
Warum bist du hier nicht richtig? Und warum ist mir das vorher noch nicht aufgefallen? So, hier fehlt ein Stuhl. Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht so hier liegen sollen, aber... Ja, hier fehlt ein Stuhl. Ah, da war die Gitarre! Sonst habe ich aber nichts, ne? Wenn man hier irgendwie... Oh, ich habe wenigstens die Gitarre gefunden. Das ist schon mal gut, weil da wusste ich überhaupt nicht mehr, wo die ist. Ach, das zählt auch unter... Ah, okay. Moment. Wo haben wir denn... Hier hinten haben wir den Raum. Da müssen wir durch, um nach hinten zu kommen. Und da kann ich dir jetzt diese blöde Gitarre wiedergeben. Moment. Zack. Nein! Warum bist du eigentlich so schief? Ist das richtig? Na gut. Ich habe unterwegs habe ich irgendwo so ein Ding gesehen. Ja, das weiß ich noch. Aber frag mich nicht nach Sonnenschein. Da ist auch noch Geld dran. Sehr schön. Hm. Aber den Stuhl hier muss ich nicht irgendwie noch da reinstellen, ne? Wo habe ich das Ding gefunden? Ich weiß, ich habe das irgendwie mit dem Wasser weggemacht. Hier fehlt immer noch so ein rundes. Die anderen dürften alle da sein, ne? Alter, das ist so weitläufig und ich weiß echt nicht mehr. Das ist erstmal das Bild, was wahrscheinlich nach oben kommt. Moment. Wie bin ich jetzt nochmal nach oben gekommen? Ich sehe jetzt überhaupt nichts mehr mit dem Bild hier gerade. Ich glaube hier durch, oder? Achso, kann ich mitnehmen. Ich wollte gerade sagen. Das ist ja hier so ein bisschen kompliziert mit dem durch die Türen durchgehen mit solchen Sachen. So. Können wir dich mitnehmen? Ja. Kannst du mir auch sagen, wo du warst? Ja. Now you can go back to being admired. Alter. Okay, also hier oben haben wir schon mal alles. Das ist gut. Hier ist noch ein Beweis, den ich sammeln muss. Oh nee, komm. Entweder hier oder unten wahrscheinlich. Ja, ein Möbelstück ist nicht am Platz, das ist klar. Das ist hier das Ding. Aber wo ist noch ein Beweis? Das müsste dann theoretisch irgendwo hier drin sein. Ich meine, du bist quasi auch ein Beweis, ne? Aber... Gott sagen, das zählt doch nicht als Beweis hier. Ach! Nee. Erster Mord, 7000, 10000, 20000, 40000, 5000. Oh. Fehlt... Ach nein. Ach, F dich doch einfach. Ich habe den sogar davor gestellt. Okay, perfekt. Cafeteria haben wir auch. So, jetzt fehlen hier noch Möbel, die an den Platz gehören. Ich vermute mal, das Ding wahrscheinlich auch. Ja? Okay, das ist auf jeden Fall auch dabei. Ist hier nirgendwo... Fehlt hier nirgendwo ein Dings? Ein Bild fehlt noch. Ich meine, ich hatte auch irgendwo noch ein Bild, aber ich bin mir nicht sicher.
Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo eins hatte, aber ich weiß nicht, wo es war. Ich habe es irgendwo extra hochkant hingestellt. So viel weiß ich noch, aber keine Ahnung, wo das war. Moment. Oh, sag mir bitte, du warst eins von diesen Kunstdingern hier. Oh ja, danke. Ich glaube, dann habe ich die jetzt alle, oder? Ich meine, dann habe ich die alle. Aber Moment, hier ist irgendein Möbelstück hier am Platz. Oder fehlt da jetzt noch eins? Hä? Oder ist das im Nebenzimmer? Er zeigt mir jetzt hier überhaupt nichts an. Ach so, ja, das Ding da hinten, das wird wahrscheinlich mitgerechnet, ne? Wenn ich jetzt da durchgehe, das bleibt gleich, genau. Ah, verstehe, verstehe. Also, wir müssen noch das Musikinstrument finden. Ich weiß nur nicht. Es war aber auch nicht oben, oder? Das hätte ich doch runtergeworfen. Ach, ich brauche die Lampe übrigens gar nicht zu suchen. Die steht hier oben. Na toll. Ah. Da steht der Topf jetzt nicht mehr richtig. Ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Aber das sind die beiden von dem roten Zimmer hier, nehme ich an. Ja, ja. Naja. Die müssen. Da fehlt ein Stuhl. Ach, da oben kommt der Tisch hin. Oh Gott. Moment, wo fehlte der Stuhl hier oben? Okay, perfekt. Wo war der Tisch? Hä? Ach, da. Den soll ich da quasi in die Mitte da hinten. Was soll ich das denn machen? Mache ich das. Okay, perfekt. Die Möbel sind wieder alle drin. Da fehlt jetzt noch ein Ausstellungsstück. Das ist hier nicht. Hier fehlt ein verlegtes Ausstellungsstück. Von dem Raum? Das ist erstmal das Bild von nebenan. Wo war das? Da. So, perfekt. Hier fehlt noch ein Ausstellungsstück. Und hier ist jetzt alles erledigt. Aber das Problem ist. Nee, Moment, das gehört ja zusammen hier. Genau, da ist alles erledigt. Da fehlt jetzt noch das Ding, wo ich nicht weiß, wo mir das vor die Füße gefallen ist. Dieses Musikteil. Und hier fehlen 5 Möbelstücke, die noch nicht am Platz sind. Wollt ihr mich denn verarschen? Nicht. War das hier irgendwo in dem Nebenzimmer? Also hier kann ich. Nee, wenn ich hier hochgehe, dann ist alles erledigt. Okay. Wenn ich hier in das Zimmer reingehe, dann sagt er mir schon. Alter, ich bin doch vorhin darüber gesprungen. Jetzt komme ich da nicht mehr rüber, oder was? Wollen die mich jetzt veräppeln? Ne, das ist der Scheinwerfer. Da ist nichts drin. Ne, aber wenn ich hier durchgehe, sagt er mir auch, dass ich hier alles erledigt habe. Hallo? Ich werde hier nie wieder rauskommen. So, das heißt, das muss irgendwo hier sein. Ja gut, die 2, die muss ich halt noch zurücktun. Das kann ich ja nachvollziehen, auch wenn ich nicht weiß, wo die sind. Da ist doch alles soweit okay.
Ach, hier fehlt schon wieder zwei... Nee, Moment, die sind nur nicht richtig dran, oder? So. Ach, da ist doch immer noch... Lass mich doch veräppeln hier. Ja, aber er zeigt es nicht an als Müll. Also von daher, glaube ich, ist das jetzt nicht so schlimm. Da hatte ich noch einen Knochen. Ah! So, welcher ist es? Der hier. Wenn die Zeit kommt, hoffe ich, dass du mich. Also anscheinend gilt das auch als Möbelstück sozusagen. Da kommt der... Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo habe ich den jetzt hingestellt? Relativ zu Anfang, ne? Da. Boah, das muss man erstmal sehen hier. So. Jetzt drehe ich durch. Mir fehlt die Kralle noch. Wo zur Hölle könnte diese Kralle jetzt sein? Das Problem ist, die kann ich mir auch nicht anzeigen lassen, ne? Ich habe gelernt, ich schaue auch im Mülleimer nach. Oh Gott, ich weiß absolut nicht, wo die... Oder? Ernsthaft? Ernsthaft? Oh mein Gott. Aber es ist immer noch ein verlegtes Ausstellungsstück. Die Bilder habe ich aber doch alle. Hä? Ist das dein Ernst jetzt? Ich habe jetzt alles geschafft und ich verreck jetzt hier an diesem verlegten Ausstellungsstück, oder was? Ich weiß ja noch nicht mal, wo das hinkommen soll. Oder was das sein soll. Oder ist das hier immer noch ein Knochen oder so? Nee, der ist doch jetzt komplett. Der ist komplett. Und hier sagt er mir, hier sind alle Aufgaben erledigt. Hä? Ach so, ja klar. Die meinen wahrscheinlich diesen Musikding damit. Aber das Problem ist halt, ich weiß nicht, wo ich das hingetan habe. Ich habe das irgendwie großflächig gesäubert, das weiß ich noch. Aber wo? Ich habe kein... Ah, Moment, 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 Moment. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh ja, sag mir bitte, dass das das Letzte ist. Bitte. So. Ich komme, ich eile, ich fliege. Lass mich da hin. Lass mich da dran. Yes. Ganz ehrlich, wenn hier noch irgendwelche Geheimnisse sind, scheiß drauf. Ich denke, dass ich komplett fertig bin mit dem Tatort. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, ich bin hier komplett fertig. Hier zeigt er mir so auch nichts mehr an. Und hier habe ich auch soweit alles erledigt. Nee, ich denke, ich bin fertig. Es war auch lang genug. Es tut mir wirklich leid, dass es so wahnsinnig lang war. Aber ihr habt ja gesehen, es war eine riesen Halle. Und ja... Ach so, eins wollte ich noch machen, bevor ich rausgehe. Für meinen Seelenfrieden. Ich wollte einen Screenshot von diesem wunderschönen Raum machen. Ganz, ganz toll gemacht. Zwei Daumen hoch für die Entwickler. So, ja, das war's dann endlich. Wir können endlich gehen. Danke. %, Blut ist weg, 100% Müll ist weg, 100% Möbel wieder zurück. Alle Beweise dann doch noch gefunden.
Alle Leichen sind weg. Jetzt kommen wir ans Eingemachte. Das wird wahrscheinlich so schlecht ausgehen hier. So, 14.500 haben wir bekommen. 7.400 noch gestohlen. Sehr schön. Ich hatte nur die Hälfte, oder? Na, ich habe schon wieder eine. Oh, zwei Geheimnisse gab es da noch. LMAA, wollt ihr mich denn... Boah. Ja, keine Ahnung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wo die letzte Kassette war, beziehungsweise wo die beiden Geheimnisse überhaupt waren. Ihr seht ja schon, ne? Fast 2,5 Stunden. Ich bin gerade völlig groggy und das bei 30 Grad draußen, das ist Wahnsinn. Ich kann nicht mehr. So, ja, wir müssen nur noch ins Bett gehen, dann würde ich sagen, dann machen wir das auch ganz schnell. Draußen kommt schon wieder irgendeine Kehrmaschine direkt an der Tür vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke für all diejenigen, die wirklich bis zum Ende ausgehalten haben. Und ja, ich bin total fertig und ich habe fertig und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!